Aber ich habe überlegt, wie ich das vernünftig aufteilen soll. Ich habe gescheitert, ich habe es gelassen. Dann können wir es lassen. Dann können wir es lassen. Ansonsten können wir es lassen. Eigentlich können wir das Video so nicht anfangen. Das ist der chaotischste Tisch, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Hi, ich bin Nati und willkommen zurück auf meinem Kanal. Und willkommen zu diesem neuen Food News Video, der etwas anderen Art dieses Mal, wie man sieht. Es ist ein Chaos auf diesem Tisch. Lukas ist wieder mit dabei. Also, ja, wir essen heute Eis und Pizza. Und trinken dabei. Ja, Cola. Cola. Ja, ich bin ja ganz froh, dass man Pizzen noch gut im Kühlschrank aufbewahren kann, ne? Mhm. Und dass sie nicht sofort schlecht werden, weil sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig mit diesem Video geworden. Musst du mit dem Karton reinspielen? Wir haben hier die Brezelpizzen von Wagner, neu, in drei verschiedenen Sorten. Lies doch mal bitte vor, was da steht. Lies. Sag mal. War richtig groß auf ihn für Rentner geschrieben. Ja. Brezelpizza, Hüttenstyle. Hüttenstyle? Ja, Brezelpizza hatte ich schon gesagt. Du sagst wird nur im die Sorte. Ofen, turns pretzel brown in the oven. Brezelbraun. Ja, wird im Ofen Brezelbraun. Zweite Sorte? Schinken Ham. Ich wusste das. Und jetzt die dritte Sorte. Käse-Cheese. Käse-Cheese. Ja, aber warum steht denn hier nicht Hüttenhüt? Hüttenstyle, wie kann man denn das überhaupt auf... Ich glaube, da gibt es keinen englischen Begriff für. Meinst du nicht? Oktoberfest gibt es ja auch nicht auf Englisch. Hm. Das heißt Oktoberfest. Was ist jetzt mit den Kartons? Du kannst sie jetzt beiseite legen. Ich wollte sie nur mal eben kurz... Yay. Das war nicht beiseite. Egal, das wollte ich aber nur mal eben... Aber wir fangen mit dem Eis an, hätte ich gedacht. Ja, Mann! Du hast mich doch gerade eben was gefragt. Du kannst doch jetzt nicht von einer Sache zur anderen springen. Siehst du doch, wie ich das kann. Ich wollte jetzt erstmal... Gut, ich wollte die Kartons kurz... Ist auch egal. Ja, wir fangen mit dem Eis an. Triple Chocolate und Pekanuskarton. Mini Cremissimos. Ja, sind echt mini. Warte. Nein! Überall steht neu drauf, aber auf der Cola nicht. Ja, das stimmt. Wir hätten es fast geschafft. Dass da überall... Wieso steht da kein neu drauf? Da steht Limited Edition drauf. Du hast recht. Sonst hätten wir alles neu gehabt. Das wäre toll gewesen. Du kannst gar nichts. Was ist denn jetzt meine Schuld? Ja, okay. Also, ja genau, wir haben noch eine Cola und M&M. Ja, es ist völlig durcheinander hier heute. Ja, wir fangen aber mit Cremissimo an und ich habe hier Triple Choc. Ja, mit drei Schokoladen. So, genau, und ich habe hier nichts, ist direkt auf, der Kasten hier. Das hat mich auch gewundert, dass da nicht so eine Plastikspanne und sowas, ne? Ja. Aber ich frage mich, ob diese Sorten jetzt nur in Mini sind oder ob es die auch in Groß gibt. Aber die Größe ist eigentlich ganz geil, so zum Wegwürfeln, ne? Die gibt es auch schon in Groß, die hier, Triple Choc, dachte ich. Ich fand es auch nicht, lecker, dass die mir... Lecker. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sie jetzt so krass neu ist. Vielleicht ist die Größe dann auch nur neu, meinst du? Könnte sein. Die ist auf jeden Fall lecker. Ja, Ultra Premium. Oh, dieses Dunkle, dieses Swirls oben. Schmeckt genau. Nochmal. Oh, Ultra Premium. Mega lecker. Pekanuss Karamell. Sieht irgendwie aus wie Biscoff. Das sind aber wenig Pekannüsse da oben drauf. Oh ja. Das sind wirklich nur ein paar. Okay, ich muss aufhören. Ja. Das ist super lecker. Also ich wüsste nicht, was man besser machen könnte. Weiße Schokolade ist dieses Eis vielleicht nicht, sondern eher Vanille, muss ich dazu sagen. Und das da? Ja, unten wird es weniger dann, ne? Ach, schade. Was für eine Aussage. Also es ist, ja, hier sind so Swirls. Da hätten mehr Pekannüsse mehr drin sein können und da drinnen halt auch. Da sind gar keine drin? Nö. Nee, hat er recht. Ja, das ist mies. Das ist voll schade. Das ist schade. Hier sind ein bisschen Sprenkel da drauf. Da lohnt sich ja gar nicht. Das ist, glaube ich, nicht großartig neu irgendwie, was wir jetzt hier haben. Deutlich süßer. Naja. Ich mag das. Ja, das mag ich auch gerne. Aber wie gesagt, da hätten noch mehr Pekannüsse und... Aber ist lecker. Gib. Ja. Also die Pekannüsse sind richtig geil. Ja. Auch karamellisiert. Aber die isst du in einem Löffel weg. Und dann war's das. Dann hast du nur noch so ein bisschen Vanilleeis oder so. Und die Swirls sind echt lecker. Aber süß. Das hätte viel besser sein können. Oder? Ja. Ich glaube, das ist nur neu, weil es klein ist. Meinst du echt, gibt es Pekannuss-Karamell schon? Das könnte sein. Das wäre ein bisschen peinlich, wenn wir das jetzt... Ich meine, sagen wir mal so, ne? Es ist nur neu, weil es klein ist. Oh nein. Doch, das sind M&Ms, aber in Mini. Das ist das Neue daran. Du hast hier die Leute gescammt. Nein, die wurden sogar... Ich habe sogar gestern noch Werbung davon gesehen. Oh, echt? Jetzt hier, M&M, neu, in Mini. Hör auf. Leg es hin. Du tust dir weh. Ich will Pizza essen jetzt. Ja, okay. Die Oreo-Cola dann als letztes zum Ablöschen oder was? Wahrscheinlich. Außer, na, ist das scharf? Ich denke nicht. Was war das noch? Hat das scharf?
Finkenham. Was ist Hüttenstyle? Hüttenstyle ist das. Das ist Hüttenstyle. Was soll denn das sein? Ist das Weißwurst? Weiß nicht, ja, sieht so aus. Das wäre schon witzig. Sieht irgendwie völlig crazy aus, oder? Ich guck mal eben. Belegt mit delikaten Frikadellen, Schweine, faschiertes Scheiben. Ich lese nicht weiter vor, sonst isst du es nicht. Ist da Quark drin? Nee. Joghurt mal. Nein, auch nicht. Essiggurken, süßer Senf und Frischkäse. Und frittierte Zwiebeln. Schmeckt man. Nee, das hast du jetzt nur geschmeckt, weil ich es gesagt habe. Hm. Ist okay. Ganz gut. Oh ja, das ist der süße Senf hier. Mhm. Oh, es ist wild. Mhm. Oh, da passiert ganz viel. Mhm. Ist auch wirklich ein Brezelrand, da bin ich ganz ehrlich. Ja, es ist keine Pizza, ne? Doch, schon eine Pizza. Ist was ganz, ganz Besonderes. Man muss, wenn man auf das spezielle Lust hat, dann muss man sich die gönnen. Aber die ist gut. Also dieses Frischkäse, der Frischkäse ist auch wirklich lecker, ne? Das ist so ein bisschen fast wie so ein Flammkuchen. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, sie ist gut. Kann man essen. Also es ist nicht so brezelig wie diese Mini-Brezelpizzen. Nee. Ja gut, weil man auch nur den Rand außen hat, ne? Ja, habe ich auch das Gefühl. Ist irgendwie nur der Rand ist Brezel, ne? Ja. Ja, wegen der Rand schon, aber der Rest ist pizzamäßig. So, wann haben wir jetzt hier? Ich gehe schon wieder. Ja, nicht Käse, Cheese wohl, ne? Du hast die so weit weggeworfen. Da steht gar nichts. Paprika. Da steht gar nichts. Gar nichts. Da, wo das andere stand, steht da nichts. Da ist da ganz schön viel Schrift dafür, dass da nichts steht. Mit Kochschinken und Käse tiefgefroren. Die Paprika wird nicht mal aufgezählt. Aber die Paprika ist da definitiv drauf. Denkst du das? Ich glaube, ist alles ein Scam. Ja, bei Käse steht auch nichts. Ja, egal. Here? Here? Danke. Oh, guck mal, das ist ein perfektes Stück. Mhm. Wer keine Paprika mag, hat verloren. Mhm. Gefühlt? Ja. Ah doch, ist aber Tomatensauce. Mhm. Ich wollte gerade sagen, gefühlt ist das Paprikapesto oder sowas, aber nee, ist Tomatensauce. Mhm. Der Schinken ist lecker. Ja, der ist richtig gut. Lecker. Ja. Mhm. Ja, ich mag das mit dem Brezelrand auch echt. Ich auch. Weil der ist geiler gewesen. Weil Brezel gehört so zu Oktoberfest-Hütten-Style irgendwie dazu. Weil der ist ein bisschen merkwürdig. Erinnert aber so ein bisschen an so ein Laugenbaguette. Ja, aber es hat auch gut geklappt mit dem Braunwerden von dem Teig, ne? Mhm. Kann man gut machen. Auch lecker. Ja. Aber ich fand die Hütten bisher besser. Okay. Ich glaube, das wird der Knaller. Vier Käse wird jetzt echt... Sind das vier Käsesorten? Weiß ich nicht, aber hätte ich jetzt... Da stand, wie gesagt, einfach nur mit Käse. Käse. Da ist auf jeden Fall auch irgendwie Frischkäse drauf. Warum ist bei dem einen eine Beschreibung, bei dem anderen nicht? Ich liebe solche Beschreibungen. Tja. Die ist Käse. Oh, das ist geil. Und zwiebelig, oder? Ja. Oder Knoblauch? Irgendwie sowas. Oh. Schmeckt wie ein Pizzabaguette, bloß mit Brezel. Mhm. Boah, ist das geil. Boah. Du hast auch echt von der das Kleinfischstück abgeschnitten, ne? Ich will davon gleich noch mehr, wenn wir das Video fertig haben. Jo, das ist richtig lecker. Zur Bewertung kommen wir gleich. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Zur Bewertung kommen wir gleich. Jetzt erstmal hier die Fake M&Ms oder was? Ich kann mir ja nicht mal vorstellen, als wenn da jetzt auch dann Erdnüsse drin sind. So klein. Oh Gott. Aber die sind ja winzig. Junge, was? Das sind Smarties, oder? Oh ja, die hören sich auch schon so das an. Das sollen Smarties sein. M&Ms macht jetzt einen auf Smarties. Ja, Nüsse sind da nicht drin? Nein, das sind Smarties. Ja, schmecken genau wie Smarties. 1:1. Weil Smarties gibt es noch braune. Hm? Diese sind schwarz, oder? Die sind auch braun. Schwarz. Oh, und pinke und orangefarbene gibt es sonst auch noch. Die sind lecker. Schmecken genauso wie Smarties. 1:1. 1:1. Finde ich auch. Kann man nicht aufhören zu essen. Nee, das ist diese Größe. Das ist ein Problem. Mhm, die sind lecker. Ich muss dazu sagen, ne? Bei Smarties hast du sonst nicht so eine große Packung, oder? Das stimmt. Du ja immer nur so eine Rollen oder so eine kleine. Also diese sind schon, wenn ich das jetzt preislich vergleichen müsste. Wir können ja mal versuchen, einen Preisvergleich einzublenden. Okay. Wenn nicht, dann seht ihr jetzt nichts. Dann tut es leid. Dann schaut im Laden. Aber. Dann guck doch selber. Ich bin irgendwie enttäuscht, aber auch irgendwie positiv überrascht, weil die sind halt schon lecker. Ja. Aber es sind halt 0,0 M&Ms für mich. Aber ja, der Neuheitsfaktor fehlt halt, ne? Ja, die Größe stimmt schon. Ja, ist ein Smarties. Ja, ist wie es ist. Warum hast du eigentlich ein Glas? Wir trinken noch aus dem Ding. Ich will wissen, ob die schwarz ist. Ui, Herr Cola ist immer schwarz. Cola ist braun. Nein. Doch, ich habe schon was bei Social Media gelesen. Das werde ich dir nicht verraten. Vielleicht ist sie ja weiß, braun. Vielleicht ist sie ja schwarz-weiß, das Getränk. Zebra-weiß. Naja, ist Cola. Sieht auch aus wie Cola. Cola. Sieht aus, riecht wie Cola. Ja, riecht wie Cola. Trinkst du zuerst? Ja, mach. Was soll das sein? Angst. Oreo. Das kann ich mir so gar nicht vorstellen. Ne? Ich will das eigentlich gar nicht probieren. Das, was ich bei Social Media gelesen habe, passt nicht. Ich habe gelesen, dass das quasi perfekt umgesetzt ist. Nach dem Motto, besser hätte man es nicht machen können.
Er schmeckt wie Cola mit Keksen und Oreo und nee. Der schmeckt einfach so süß. Ist das jetzt Oreo? Nee, finde ich nicht. Ja, man kann sich Cookies in Cream einbilden, finde ich. Aber Oreos sind nicht so süß, so pappsüß. Cookies in Cream ist so süß. Verstehst du, was ich meine? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers, aber... Also Oreo hätte ich nicht geschmeckt. Nein. Hätte auch Twix draufstehen können. Also ich mag die nicht. Oh, das geht gar nicht wieder weg, der Geschmack. Magst du die? Schmeckt gar nicht so großen Unterschied zu einer normalen Cola. Oh, ich finde die ganz schlimm. Nimm mir nochmal ein bisschen. Sagte sie, findet sie ganz schlimm und will noch ein bisschen. Bah. Trink doch mal mehr. Das ist so ein, dann, je mehr du trinkst, desto weniger wird das Gefühl, finde ich. Ich finde die besonders furchtbar. Cola. Ja, kannst du austrinken. Viel Spaß. Hm. Nee, die mag ich nicht. Da hatten wir ja heute wieder einen wilden Ritt, ne? Also, das war ja wirklich... ein Auf- also, und Ab der Gefühle. Alter, du hast wenn man so Pac-Mans erschaffen. Guck mal. Ah, was für Dinge? Da ist noch einer. Pac-Man. Das ist so ein bunter Mix hier auf dem Tisch. Und genauso sind auch meine Bewertungen. Oha. Ganz klarer Gewinner sind für mich die Brezelpizzen. Mhm. Weil das Eis, Triple Chocolate, ist ultra lecker. Kriegt von mir eine 10 von... Nee, ja, eine 8,5 bis 9. Weil ich finde, das ist eher so Vanilleeis als ein weißes Schokoladeeis. Und da könnte auch noch ein bisschen... mehr Raspel drauf sein, aber da ist wenigstens noch Schoko-Swirl und es ist schon sehr lecker, muss ich sagen. Die Frage ist jetzt, ob es die Sorte nicht schon gibt, weil ich habe auch das Gefühl, es ist nur die Größe. Bei Pecanus Karamell, der Karamell-Swirl ist ultra süß, ist schon fast ein bisschen zu doll, aber die Pecanüsse gehen, da ist nichts drin. Bei diesem Walnusseis von Cremissimo, das ist das beste Eis von Cremissimo, meiner Meinung nach, und da sind doch auch überall Walnüsse drin, oder nicht? Weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Ich meine, heutzutage vielleicht auch nicht mehr. Ich habe das seit Ewigkeit nicht mehr gegessen. Aber das ist das Enttäuschende. Du kannst das nicht Pecanus Karamell nehmen, wenn du da drei Dinger drauf machst. Ja, that's what she said. Kritik. Kritik, bleiben wir gleich dabei. Die Oreo schmeckt nicht. Die kriegst du. Ich mag die gar nicht. Es tut mir leid. Also man sagt ja nicht, nein, man sagt nicht, dass Lebensmittel eklig sind. Das habe ich auch nicht gesagt. Die ist so süß, so unangenehm. Die schmeckt wie eine Mischung aus irgendwas. Und ich mag die nicht. Nein, das sind Smarties. Ja. Ich weiß nicht, wie ich die bewerten soll. Aber ganz klarer Gewinner ist Hüttenkäse, Hüttenstyle und Käse. So, das ist für mich der ganz klare Gewinner auf diesem Tisch. Die sind der Hammer. Und die ist dagegen schon fast lame und gar nicht mal so intensiv. Ja. Die schmeckt die Tomatensauce da drauf und sowas. Es schmeckt schon sehr frisch, schon sehr echt und sowas. Also hat schon richtig echten Geschmack. Aber die beiden sind halt zu dem Brezelrand krasser. So Käse und Brezel und diese ganze Hüttengedöns mit Brezel ist halt geiler als eine stumpfe Pizza einfach nur mit Brezelrand. Ja. Monolog ja. Ende. Du bist dran. Ja. Also ich finde auch die Pizzen am besten. Ich würde sogar sagen, alle drei Pizzen finde ich am besten, weil ich finde die auch gut, weil die auch wirklich ja neu sind. Ja. Die M&Ms sind auch geil. Ich würde mir die, glaube ich, sogar eher holen als Martis. Ja, das würde ich halt auch. Und deswegen frage ich mich, wie ich das bewerten soll. Die Cola ist mir eigentlich egal, weil normale Cola schmeckt und also die muss man nicht, also bei normale Cola ist quasi perfekt, da brauche ich keinen anderen Geschmack, deswegen das ist für mich einfach unnötig. Matchmix ist geil. Nee. Okay, na gut. Und die Eis, wie gesagt, wenn die nicht neu sind, dann quasi fallen die raus aus der Wertung, die sind halt lecker, aber ja. Ja, ja, also holt euch die Brezelpizzen. Ja, alles gesagt, holt euch die Brezelpizzen. Ja. Lasst in den Kommentaren unbedingt eure Meinung da. Das müssen wir wissen, weil ich habe schon gehört, dass die schon gut sein oder dass die Leute die mögen. Ne? Also, aber nee, meine Freunde, nee, einfach nein. Aber vielleicht bin ich da auch nur so. Die Brezelpizzen sind geiler als noch als die Brezelpiccolinis. Die Brezelpiccolinis haben nämlich tatsächlich jede Menge Kritik aufgekriegt. Da sind auch gar keine Oreos drin. Nein, steht das nicht auf dem Rezept. Kann ja gar nicht nach Oreo schmecken dann. Nee, steht nicht auf der Rezeptliste drauf. Und das geht gar nicht. Deswegen. Bleiben, ja. Holt euch die Pac-Mans. Ja. Holt euch die Pac-Mans. Ist so. Das ist wirklich super. Lasst eure Meinung in den Kommentaren da, wirklich, weil die Geschmäcker sind ja immer verschieden. Und dementsprechend, wenn ihr das mögt, wenn ihr die Cola mit Oreo mögt, dann herzlichen Glückwunsch. Dann hat Cola das für euch erschaffen. Das ist super. Ich bin so froh, dass die nur so klein ist. Ich bin so froh. Ich wollte erst noch zwei. Ist ja gut. Ich wollte erst noch zwei kaufen, weil ich dachte, ja, zum Probieren wäre das ja, muss man ja schon ein bisschen was trinken. Aber ich bin gerade so froh, dass ich nicht zwei davon gekauft habe. Und die kostet 1 Euro. Falls euch dieses chaotische Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ein Abo für den Kanal, um zukünftige Videos nicht zu verpassen. Ja, es wird nämlich demnächst hier saisonal auf dem Kanal. Oha, ja, saisonaler Kanaler. Es geht in die Herbstzeit über und danach kommt Winter / Weihnachten. Also wenn ihr da die Special-Videos nicht verpassen wollt, Abo, Glocke aktivieren und überhaupt. Speziale. Lasst einen Kommentar da und schreibt mir auch gerne bei Instagram. Dort heiße ich Höhle-Natürlich. Und da poste ich tatsächlich jeden Tag auch so Food-Content, aber auch leckere Rezepte, Challenges, Tests
Und ich nehme euch täglich in meiner Story mit. Da ist es immer. Sehr, sehr spannend. Ja. Mhm. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Und ansonsten sehen wir uns hier bei YouTube beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.